Ich glaube, der ist gedacht, dass man den hier oben trägt. Schick mal andere Ohren. Leute, das ist jedes Mal. Sie muss von Lippenbild rein. Walk of Shame. Also, ich glaube, die Leute denken, dass du richtig dünn bist. Bei mir denken sie nur, sie muss ein bisschen Küche putzen oder so. Ja, Darmproblemchen. Ich habe jetzt meine Haare aufgemacht, den ganzen Tag. Ach, es tut so weh. Ach. Ach. Ich bin irgendwie manchmal so eine richtig widersprüchliche Person. Also es gibt ja Leute, wenn die irgendwie was Neues kaufen oder sich was besorgen, vor allem wenn sie sich darauf gefreut haben, weil warum sollte man etwas kaufen, wenn man das nicht wollte, ne? Die machen das direkt auf, die ziehen das direkt an und bei mir ist es so, nee, das liegt erstmal irgendwie einen Monat rum, mindestens eigentlich. Weil ich mir denke so, nee, ich will es jetzt nicht anziehen, das passt jetzt nicht zu meinem Outfit, zum Beispiel irgendwie Schmuck oder so, ne? Zum Beispiel meine Schwester, die macht es direkt dann so nach dem Kauf auf und zieht sich das an. Und ich mir so, nee, ich will mir ein Outfit dafür besorgen, ich brauche einen Anlass. Und dann war das so, dass ich mir jetzt so ein paar Sachen fürs Auto gekauft habe. Ich habe mir halt so eine Liste gemacht, die ist wahrscheinlich noch nicht fertig, weil ich finde immer irgendwie was Neues für Sachen, die ich halt für mein Auto brauche, beziehungsweise will, weil alles, was man haben muss, habe ich, aber jetzt einfach mal so als Zusatz. Einfach so nützliche Sachen und zu nützlichen Sachen gehört natürlich auch Essen dazu. Also ja, mal zwischendurch, wenn man irgendwie plötzlich Hunger bekommt, wenn Besuch da ist. Ja, manchmal gibt es halt einfach nicht so schnell eine Möglichkeit, was zu finden. Das ist jetzt, glaube ich, so eins der unnötigsten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil alle anderen Sachen sind halt schon so, ja, gebräuchlicher. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ich nehme das mit. Wir haben vorhin so einen Döner-Teller gegessen und ich habe nicht Hunger. Aber ich will das jetzt, warum auch immer, aufmachen und ausprobieren. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich das jetzt aufmache und esse, dann lege ich das nicht in mein Auto. Weil ich mir dann denke, so, ja, das ist auf. So, jetzt ist es nicht mehr schön. Aber das macht ja auch keinen Sinn, weil wenn man im Auto dann wäre und es eins rausgenommen hätte, wäre ja auch keins drin. Wenn ich es reinlegen will, dann will ich es ganz reinlegen, damit es schön ist. Meine Gedanken vielleicht. Egal, ich probiere das jetzt, glaube ich. Und hier habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe in letzter Zeit eben ein bisschen Probleme zu essen. Salted Caramel. Caramel und der Cookies Cream Flavor. Entscheidungen sind auch nicht so meine stärkste Seite. Ich probiere einfach mal Cookies Cream. Vor ein paar Tagen. Vielleicht ist es auch gut, dass ich das nicht ins Auto lege. Also mit dem Sport bin ich wirklich durch. Ich habe gestern Gymnastik gehabt und dann ist mir halt so plötzlich schwindelig geworden beim Autofahren. Musste ich erstmal anhalten. Und was ich jetzt sagen wollte, meine Autogeschichten. Ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal aus dem Auto geschrien. Ich bin halt, ja, alles andere als eine ruhige Autofahrerin. Und so wie die meisten anderen auch, wenn man schimpft, dann schimpft man ja so im eigenen Auto. Und dann sieht dich vielleicht die andere Person eventuell, aber da ist auch nichts mehr, ne? Man lässt so ein bisschen die Frust raus. Und dann bin ich mit einem Kollegen gefahren. Und da war ein Taxi. Er hat halt einfach so den ganzen Weg gesperrt. Das war halt so eine 30er-Zone, so ein Wohngebiet. Und da ist es halt meistens so, dass Autos nicht nur so parallel eingeparkt stehen, sondern dass da auch noch so ein Eindingsung ist, wo noch mein Auto steht. Und ich stand praktisch hinter dieser Eindingsung und dieser Taxifahrer stand hier. So direkt auf der Straße. Und hat alles versperrt. Garage, Feuerwehr, Zufahrt und auch den Weg. Weil ich da nicht vorbeigekommen wäre wegen diesem Ding, wegen diesem Auto, was hier stand. Und ich habe halt so gedacht, ja, der fährt jetzt ein bisschen weiter weg. Weil ich meine, er hätte ja auch in diese Feuerwehreinfahrt für 30 Sekunden reinfahren können. Hier war direkt so ein Kilometer frei an Parkplätzen. Und er schaut mich so an. Hinter ihm waren schon 5 Autos. Und ich so, und das, so, wären da noch Leute, die irgendwie am Kommen wären, wäre es das eine. Aber warum macht man sowas? Also Taxifahrer sind die neuen Radfahrer irgendwie. Er hat dann irgendwie angefangen zu beleidigen. Ich habe gar nicht gecheckt, was er gesagt hat. Das war irgendwie so ein, keine Ahnung, welche Sprache das war. Und dann hat einfach mein Kollege mich gerufen. Hat einfach so richtig draufgehauen. Ich glaube, ich habe noch,
Ich habe noch nie gehupt. Ich habe noch nie gehupt. Ich bin halt eine höfliche Dame, ne? Ich glaube, ich würde mich einfach auch nicht trauen zu hupen, selbst wenn Gefahr wäre. Ja, der hat dann für mich so richtig reingehupt und dann ist er noch mehr ausgerastet und ist dann so vorbeigefahren und hat mir irgendwie so, mein Fenster war halt offen, weil es heiß war, irgendwie so. Ich so, ja, kannst du nicht einfach hier irgendwie parken und so? Boah, dann haben wir erstmal eine Minute uns gezopft, weil er es nicht eingesehen hat, dass er jetzt einfach mal vorbeifährt, sondern musste mir weiter irgendwie irgendwelche Zeichen durchs Fenster geben. Cringe einfach.